Die Linke ist eine Partei, die nicht stellvertretend für die Menschen kämpft in Parlamenten und Regierungen, sondern wir sind der Meinung, grundsätzliche Veränderung lässt sich nur dann erreichen, wenn wir es schaffen, Menschen zu mobilisieren und dass sich Menschen emanzipieren. Und deswegen ist die Linke auch eine Bewegungspartei, die gemeinsam mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen für Verbesserungen kämpft. Mit der Linken kann man gemeinsam kämpfen, feiern, lachen. Man kann sich gemeinsam mit vielen anderen Menschen einsetzen für soziale Gerechtigkeit, für Frieden und Abrüstung und für eine soziale und ökologische Veränderung. Und das konsequent, engagiert, aufmüpfig, aber auch immer mit einem Augenzwinkern. Das Besondere an der Linken ist, dass sie die einzige sozialistische Kraft in diesem Land ist, die den etablierten Parteien was entgegenzusetzen hat. Die einzige Alternative für soziale Gerechtigkeit, für Frieden. Besonders an der Linken ist, dass sie sich für jeden Menschen einsetzt, vollkommen egal aus welcher Schicht sie kommen oder was sie glauben, welche Religion sie haben. Und ich würde auch sagen, wir setzen uns auch für Multimillionäre ein, zum Beispiel, weil wir sind die, die nicht für ihren Geldbeutel kämpfen, sondern für ihr Herz, dass sie später mal ein gutes Gewissen haben. Naja, wieso? An der Linken ist besonders, dass die linke Politik für wirklich alle macht, egal wie alt man ist oder wo man herkommt oder welches Geschlecht man hat, dass alle diese Gruppen vertreten werden und dass all diesen Gruppen die gleiche Möglichkeit gegeben wird, sich einzubringen und mitzumachen und die eigenen Interessen zu vertreten und dass die Linke auch glaubwürdig ihre eigenen Positionen konsequent vertritt.